Gegrüßt, liebe Leute, moin moin zur 999. Folge im LS22 hier auf dem Friesischen Marsch. Ja, da steht er, den wollen wir schon mal einparken. Was passiert heute? Nicht viel, ne? Die nächste Folge ist die 1000. Folge, da passiert ein bisschen mehr. Heute machen wir einen davon spannend. Von daher immer noch Donnerstagabend Livestream. Die Folge hier auf YouTube am Montag. Livestream zur 1000. Folge war gestern und danach weiß es wieder, ne? Dann kommen wieder die geordneten Bahnen. So wie er hier. Macht gerade die letzte Bahn. Und bin ich gerade. Müssten wir denn noch irgendwo mulchen? Sieben ist noch nichts zu mulchen, da wächst noch. Das sieht aus, als hätten wir gemulcht, ist nur von extrem von Unkraut befallen. 22 auch, oder? Ja, 22 auch. Nö. Da wird jetzt gemulcht, das dauert natürlich ewig, da wird es gekalkt, das dauert auch lange, der fährt schon wieder zwischen der hier, ne, den wir gerade eben erst befreit haben, der ist schon wieder auf dem Weg zwischen zu fahren. Wir können jetzt den Ballen wegfahren, das ist schon mal gut. Da wächst überall noch Sorghum drauf oder halt Mais. Können wir da auch nichts machen? Nö, ich glaube, sonst sind wir relativ gerade vor, auf was Mulchen und so angeht. Denke ich mal. Wenn da das, also das hier muss noch. Da kann der denn da hin? Ich glaube, ansonsten sind wir gut davor. Ich wollte noch die Muscheln abholen, aber ich habe halt nicht viel Kapazität mehr im Lager und ein Erweiterungssilo. Auch schlecht aktuell. Wir haben noch 170, also eine Ladung könnten wir hier einlagern. Eine Ladung könnten wir einlagern. Aber sollten wir vielleicht irgendwie Gerste mit zur Malzproduktion nehmen oder so? Ich weiß es nicht. Wenn man es nicht weiß, muss man gucken. Also gucken bei Malzproduktion. Weizen 500, Gerste 600. Brauchen hier nicht Gerste. Brauchen nicht. Doch, dann haben wir die ja für recht lange hier drinne. Wahrscheinlich. Aber wir können noch mal eine Sargmaschine mehr damit starten. Wir haben noch ein bisschen Hopfen hier sogar. 32.000. Mit der Brauerei und Hopfen. 130.000. Aber das Nachbarfeld nebenan ist voll. Also wir werden mehr als genug Hopfen haben. Da müssen wir dann auch mal irgendwann schauen, wie wir das planen, damit wir nicht viel zu viel von irgendwas haben für Jahre. Wenn wir denn zumindest so, dass wir es wissen, auch Raps, 385.000 Liter Raps. Die Krane mit 12.000 Liter, die hätte ich eigentlich auch weggeben können. Das ist auch irgendwie so ein verlorener Posten hier im Silo, genauso wie das Gras da oben. Naja. Ich würde sagen, wir holen mal Muscheln. Weil ich meinen letztens gesehen habe, die sind fast voll. Was gibt es keinen Shelly-Abend? Nein, Shelly ist aktuell not immune, also not immune, soll ich gerade sagen, ist aktuell nicht motiviert für Computerspielen. Sie wird wahrscheinlich, wenn denn, eher wieder, was weiß ich, so ein Ding wie Zootygon oder sowas machen, ne? Wo ich dann hier, oder Planet Zoo, oder wie ist es noch, wo ich hier im Baum bin und sie nebenan klugschnack. Ein Ding zum Beispiel. Und sie ist jetzt ja auch gerade seit einem Monat beim neuen Arbeitgeber angefangen. Da muss man sich auch immer erstmal reinfuchsen und so weiter und so fort. Von daher kann ich nicht sagen, wann sie wieder mal Lust hat. So. Also wo waren wir jetzt mit hängen geblieben mit dem hier? Das ist hier für PC ein Mod Ballenfinder. Ja, es gibt irgend so ein Mod, das stimmt. Das ist dann so auf der Minimap auch zu sehen ist oder so, ne, wo Ballen liegen. Aber auch jetzt nicht unbedingt. Was ich brauche, ist ohne Ende Kapital. Ja, so viel Gerste bringt uns beim Mehl ja auch nicht ganz so viel, ne?
Bei Mehl machen wir Weizen, Roggen, Dinkel, wenn ich mich richtig erinnere. Gerste ja gar nicht. Die Gerste dafür nicht so häufig verwendet wird. Hm. Der hat so eine Funktion. Ja. Das hätte ich auch nicht gewusst. Ja, wir sind schade. Wir können oben an unseren ganzen Bedürfnissen nicht viel machen. Also Düngerherstellung regeneriert sich selbst oben, da brauchen wir nichts machen. Das liegt einfach nur daran, dass wir halt einen ordentlichen Schwung Dünger abgeholt haben. Und hier ist zu sehen, leicht durchsichtiger Muschelhaufen, ne? Aber ich denke, das macht Sinn, dass wir einmal das umlagern. Würde nämlich echt nicht mehr viel, wenn wir das hier voll gewesen. War schon über 200.000. Ja, Diesel ist selten gut gefüllt, oder? Da haben wir schon Full-Speed-Fischer hier. Aber der ist nicht raus. So, jetzt sollen wir noch einen zweiten Fischer platzieren. Dann machen wir das. Dann hätte ich gerade ja auch noch mit dem diese Booster-Geschichte bei dem Holzfällern ganz sinnig, ne? Dass wir da überall nochmal. Da könnten wir auch eine Ladung Muscheln natürlich verkaufen, aber ich habe ja Hoffnung, dass wir demnächst irgendwann aus Muscheln selber Kalk produzieren. Und daher lagern wir das erstmal zwischen. So viel Geld bringt das eh nicht. Der hat aber den Paletten rechts oben, okay. Das stimmt. Als Konsolenspieler ist man im S-Bereich leicht im Hintertreffen, wenn wir auch immer. Moin. Und wieder was anscheinend. Danke, nice. Guten Abend. Moin. Aber ins Web 5 für 20 geht der Bäcker. Oh. Das ist, wäre mir auch ein bisschen zu früh. Also, angenehme Nachtruhe. Ja, Multifood-Tests sozusagen sehen soweit ganz gut aus, aber ist alles noch im Testlauf, also bis Sonntag wird es nichts. Aber vielleicht haben wir doch Glück, wenn später irgendwann noch weitere Multifoods auf die Karte kommen, dass weil Giants ja diese Grenzen rausgenommen hat mit den Fill-Types oder mit den Foods, dass man doch nicht zwingend das Spiel komplett nötigen muss und man keinen neuen Spielstand starten muss. Zur Sache wahrscheinlich dann irgendwann zu beachten, aber das wird alles nochmal ein bisschen getestet auf dem Server und so weiter und so fort und ja, dann mal gucken. Recognize hat sich nämlich da einige Stunden Zeit genommen und sich der Sache mal angenommen und überall alle möglichen Leute angefragt. Thema Modfrüchte, Vulkanschnecke, kennt die meisten wahrscheinlich auch davon und irgendwann wird es sie wahrscheinlich auch am Arsch geben. Nee, glaub nicht. Auf Discord, glaube ich, war ich nicht mehr. Bin eher per E-Mail erreichbar. Da gucke ich nochmal täglich rein. Discord unregelmäßig. Bin ein bisschen oldschool, was das angeht. Oh, nice. Ja, super. Also gibt es das doch schon beim LS22. Aber ich glaube, das sagt da auch schon jemand, ja, dass es das gibt. So, dann wollen wir jetzt noch boostern. Die Vantagen, ne? Am besten der LKW, da steht eben rum mit ein bisschen Stroh noch. Wo ist er denn wohl? Arbeit beendet. Ja gut, das macht jetzt nichts. Lass ihn doch Arbeit beendet sein.
Na, das klingt doch interessant. Jo. Ich mag Discord selbst nicht. Also gerne lieber per Mail. Oder klar, wenn man so direkt hin und her schreibt, ist natürlich Discord. Oder wenn man schnackt, ist Discord sinniger, logischerweise. Aber da ich noch keine große Zeit hatte, da jetzt irgendwie irgendwas zu machen, außer einfach mal zu testen, mal zu gucken. Und bist du bitte eben hier, wer ist es denn, Easy Dev Control, mal mir was aufs Feld zu packen. Aber zu mehr hat es noch nicht gereicht. Von daher. Wahrscheinlich machen wir Sonntag eine kleine Vorschau, mal, ne? Mal so einen kleinen Look, wie es denn sein könnte. Aber das wird dann noch ein bisschen länger dauern. Das bisschen Stroh hätte ich wahrscheinlich auch in den Kompass, ne? Aber ich glaube, ja. Wir hatten mal geguckt, vor gar nicht allzu langer Zeit, und da war relativ voll. Das wird wahrscheinlich auch ohne neues Safe-Game gehen, tatsächlich. Ja. Also ich hatte das schon testweise hier in meinem Spielstand drin, habe es natürlich logischerweise alles wieder rückgängig gemacht, weil ich, ne, das muss ein bisschen umfangreicher noch getestet werden. Und wenn man zwischendurch hin und her switcht mit unterschiedlichen Mod-Map-Versionen der Marsch und unterschiedlichen Mods, kann das nachher nur zu Problemen führen. Wenn, dann muss es ganz einmal fertig sein, sauber überall implementiert und so weiter und so fort. Dann würde ich meinen Spielstand logischerweise auch darauf umziehen irgendwann, und dann müsste es eigentlich so sein, Stand jetzt, dass es wird eine gewisse, ja, es gibt gewisse Mod-Geschichten, die man beachten muss. Also ich denke, wenn man diesen Terraform Mod Mais Plus oder was auch immer nutzt, also irgendwelche Mods, die eigene Schwatt oder Fill-Types mitbringen, dass man die wahrscheinlich vorher deaktivieren muss. Aber das wird man dann noch mal genau sehen. Und wie gesagt, serverseitig ist noch gar nichts getestet. Und Multiplayer-Server sozusagen in Spielstände, was das für Auswirkungen hat, weil Server reagieren ja manchmal ein bisschen anders als ein Single-Spielstand. Und aber technisch funktioniert es wohl. Also wie gesagt, das ist wahrscheinlich nicht so schlimm, wie zunächst von mir angenommen. Liegt wahrscheinlich aber daran, dass Giants diese Grenze rausgenommen hat mit den Früchten. Und dann mal gucken, wenn Vermehrungsgras noch mit dazu kommt, dann würde ich sagen, ist es so gut wie komplett. Ne, das ist auf einem Stand der Map, die Datei noch nicht gesehen hat, da ich sie auf Discord verschickt habe. Die Highmap-Grenze haben sie trotzdem nicht angehoben, okay. Aber die kann man ja rausnehmen. Die hast du rausgenommen, denn, oder? Weil da muss doch, die muss ja dann, hat einen weiteren Channel gekriegt, oder wie? Weil ansonsten wäre man ja innerhalb der Grenze, aber man kann da ja irgendwie einen weiteren Channel noch zufügen, ne? Die einmal umwandeln als was auch immer, dann wieder speichern, Channel dazu packen und so weiter und so fort. So, was wollte ich denn hier? Ich wollte jetzt. Achso, genau, bei der Textilfabrik bin ich doch gerade vorbeigefahren. Ja, wird man schauen, was man jetzt für Freigaben kriegt und was nicht. Einige Modder erreicht man wohl auch nicht. Müssen wir mal gucken. Wie gesagt, von daher, für Sonntag und so weiter wäre es noch zu früh. Aber wer weiß, wie es in einem Monat aussieht. Mal gucken. Ja, so ein bisschen Klamotten, dann brauchen wir ein bisschen Bier und dann brauchen wir die ganzen Setzlinge. Das Ganze würde ich dann mal noch zu den Holzfällern fahren. Stoff würde ich aber trotzdem hier lassen, weil ich noch nicht genau weiß, wie lange wir davon gut haben. Die Kleidung nehme ich komplett mit.
Rest geht sonst ins Lager, ne? Müssen wir uns wieder umschalten. Ah, vielen, vielen Dank für einen Bit. Danke für den Support. So, abschalten und auf 78er umschalten. Aufladen. So, eure Ware hier. Klamotten. Hier sind auch noch ein paar Ballen. Die hätten wir eigentlich auch noch. Na egal. Alles mal, ne? Sonntag ist ja auch noch ein Tag. Da noch ein bisschen Bier. Das gönne ich mir. Nehmen wir auch mit. Und dann die Selbstdinger. Dann haben wir alle drei Booster, die wir aktuell da so hinbringen können, mit dabei. Dann gebe ich Ihnen auch vielen Dank für 50 Bits. Danke für den Support. Oh. Ja, Vulkanschnecke wollte ja. Ja, Texturen modden. Aber man sieht, da hat sich auf jeden Fall, also mit diesen erweiterten Früchten, haben sich einige Leute wirklich rangesetzt, einige Stunden texturiert und gebastelt getan und dann brauchbare, schicke Fruchttexturen auch dabei rumgekriegt. Muss man halt mal gucken, was man nachher jetzt einbauen kann oder nicht. Oder wo man sagt, gut zur Lücke, wenn sich keiner meldet, obwohl mehrfach versucht, angefragt, keine Ahnung. Und Recognize hat sich da wirklich die Arbeit gemacht, die ganzen die ganzen Ansprechpartner rauszusuchen und anzuschreiben. Und das dann auch eingebaut und ja, müssen wir gucken, was nachher, wie gesagt, davon frei nutzbar sein wird. So, einmal um die Referenz hier rum. Zur Brauerei. Gerste, Bier, es wird nicht viel sein, ne? Aber wir können ja alles mitnehmen, weil ich denke, danach werden wir wahrscheinlich eh zum Zentrallager fahren, zum Einlagern. Der Hirse fehlt ja immer noch. Kommt dann bald wieder Schweinefutter, können wir noch verkaufen. Also schüttgutmäßig wäre das vielleicht noch eine kleine Geldquelle, aber da wir jetzt heute eh schon bei der letzten Folge sind. 999. Und wir in der nächsten Folge uns vielleicht sowieso so hoch verschulden wie noch nie. Ist dann eh egal, ne? Aber ich mache mal die Zeit langsam machen. Damit wir am Sonntag Juli Nachmittag hier starten. Bei gutem Wetter. So. Falls wir dann tatsächlich irgendwelche Geschichten machen mit Forst und Führer. Und so weiter und so fort. Spargel? Nee. Cool, nach, danke fürs Reinschalten. Da muss man sich rantrauen im Zweifel, ne? Also viele Sachen kann man am Anfang erstmal nicht. Aber man muss sich dann damit beschäftigen, reinfuchsen, probieren, machen, tun und irgendwann kriegt man es raus. Das ist ja alles, ne? Irgendwo nachvollziehbar und kein komplettes Hexenwerk. Aber es ist natürlich immer alles auch eine Wissenschaft oder eine Physik oder was auch immer für sich, ne? Nur Emote wurde sich gewünscht. Auch schon sowas. Du selbst hast gewünscht und aktiviert. Noch mehr Emotes, liebe Leute, zum Feierabend heute hier. Noch mal Kaffee, Prost. Haut raus, wenn ihr was habt an Emotes. Oh, falsche. Hilfe.
Gut, dann machen wir mal hier unsere Setzlinge abholen. Nehmen wir mal nur volle Paletten. Vielleicht ja, ist es ja so egal, welche Paletten wir uns da organisieren. Hauptsache wir haben welche. Obwohl gerade der Kalkstreifer längs. So, hier der Rundum-Booster für den Holzfäller, ne? Ja, jetzt kommen wir nochmal in Modus hier. Go, genau. Go, ab zum Holzfäller. Und einmal Booster mit alles, bitte. Wir müssen das nur ein bisschen geschickt aufteilen. Nicht, dass die ganzen Setzlinge zack von einem verschlungen werden und die anderen alle nichts abbekommen. Oh, fahr doch weiter, ich wollte da gerne durch. Alter, penetrant. Nicht im Ernst. Guck mal, da wird man hier von der KI genötigt. Ne? Das ist auf jeden Fall KI, genau. KI kannst du den Verkehr nicht nennen beim LS. Wirst du davon genötigt. Abzubiegen. So, hier haben wir 100 Setzlinge von. Also wir haben ja so 300 circa für jeden, ne? Wobei halt hier schon 100 sind. Ja, schön. Schön, schöner Booster. Der Klamotten. Und ein bisschen Weizenbier, ne? Ups. Und noch die dritte Palette. Das war's an Kleidung. Dann nehmen wir den Rest wieder mit. Wir nehmen den Rest auch wieder mit. So ist es nicht. Wir lassen hier nichts stehen, ne? Sehen wir aber nach unserem, ja wohl, ich weiß gar nicht genau, es kann natürlich sein, wenn der eine jetzt 1000 hat oder so, dann werden wir bei dem wahrscheinlich ein bisschen, ja, werden wir zur Not bei dem nachher nochmal irgendwie zwei Sätze ins Paletten hinbringen und bei dem einen gar nicht. Guck mal. So, hier sind tatsächlich nur noch zwei Setzlinge übrig. Oh, fast eine Punktlandung dann hier, ne? So. Wieso fängt er denn immer... Ach so, weil ich den noch einfach tief habe, ne? Ich muss das Auto ausschalten. So, noch ein bisschen. Nein, wir gar kein Bier mehr hier. Wozu? Oh, nicht Gerste, wir mögen nicht. So. Die Kleidung auch aufgefüllt. Hier ist auch wieder voll. Vom Setzlinge würde ich auf jeden Fall noch mal ein mehr hier verteilen wollen. Scheint mir noch ein bisschen dürftig zu sein. Zack. Dann laufen wir einmal kurz rüber, weil wenn die da drüben tatsächlich 1000 oder so hat, ne, an Setzlingen. Nee, kann sie ja nicht, das ist kein einziger Baum mehr. Wir sind auch nur zwei, die wahrscheinlich zu wenig sind. Na gut. Ein Weißkohl verarbeitet, weiß ich noch nicht, habe ich noch nicht geplant.
okay. Ja, also wenn, kannst du mir die Info per Discord sonst schicken, um wen es denn da geht, um welche Frucht und keine Ahnung, oder per E-Mail sonst, ne? Ich weiß, um welche Frucht, welchen Modder oder was auch immer, ne? Aus welchem Land. So, das reicht dann. Der Rest geht drüben rein. Eine Station weiter. Da können wir jetzt auch entspannt reinfahren in den Trigger, weil alles, was an Setzling noch drauf ist, soll hier rein. Und ja, Klamotten auch. Oh nein. Und das jetzt noch nur zum Ende? Doch wohl nicht. Ach Mist. Weiß ich nicht, wo die Paletten gelandet sind. Die sind hier weggeflogen. Weil oben auf dem Dach ist A, da liegt. Ah, okay. Schwachsinn. Ich dachte, ich habe die Setzlingspalette in der Hand und habe den Trailer in der Hand. Also hier liegen noch Klamotten. Klamotten sind alter, ne? Haben wir wahrscheinlich Klamotten verloren hier irgendwie. Sind so wertvoll. Und wir schleudern hier das wertvollste Produkt schleudern wir durch die Gegend. Kann ehrlich sein. Hier oben steht noch eine Palette Bier, ne? Nicht, ob da nicht noch was noch weiter weggeflogen ist. So, vielleicht finden wir es irgendwann mal wieder. Ein paar Klamotten haben wir noch übrig, also ja, oder ein paar mehr Klamotten. Oder meint ihr, dass noch irgendwas noch weiter weggeflogen? Ja, für die Erbsen, ich weiß gar nicht, hat derjenige denn eigentlich auch eigene Roder? Ich meine, man kann sie natürlich mit Mähdrescher dreschen. Oh. Gibt es hier was umsonst? Ich glaube, die warten alle für die 1000. Folge, Leute. Die dann heute Nachmittag kommen auf YouTube und am Wochenende, am Sonntag als Livestream logischerweise auf Twitch. Ja, schöner Endpunkt würde ich sagen. Vielen Dank fürs Reinschalten. Was umsonst? Naja, beim Gewinnspiel vielleicht der 1000. Folge. Auf Twitch und auf YouTube. Vielen Dank fürs Reinschalten. Schönen Abend euch noch. Angenehme Nacht, Ruhe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.